Heute, was geht ab, Leute, hier auf dem alten Yu-Gi-Oh! Kanal. Ich dachte nicht, dass jemals wieder ein Video hier drauf kommen wird. Vor allem, ironischerweise, 1.4. Mache ich aber mit Absicht. Ja, was soll ich sagen? Es wird, glaube ich, ein kleines Comeback geben. Kein Clickbait, kein 1. April-Scherz. Aus dem Nichts hat Chong entschlossen, wieder Turniere zu veranstalten. Und die werden jetzt folgen, deswegen wollte ich hier mich wieder melden, weil es werden tatsächlich Videos hier auf dem Kanal folgen. Keine Ahnung, wie er drauf gekommen ist, aber er will One Piece Turniere veranstalten. Das nächste oder das erste ist sogar schon in 2 Wochen. Und Ende April oder Anfang Mai ein Yu-Gi-Oh! Turnier. Und heute übrigens YCS London, 250. sogar. Die Trade Brothers sind am Start. Mit den Trade Brothers bin ich immer noch gut befreundet. Wir treffen uns einmal im Monat für so ein Treffen, Meeting. Die sind auch in Krypto, apropos. Ich bin dankbarisch, fett in Krypto. kurzes Live-Update, was so bei uns abgeht. Ich mache ja jetzt zurzeit Vlogs. Davor war ich ziemlich groß und gut und fett unterwegs in Pokémon Go. Barisch war am Start, am Anfang. Dann ist er irgendwie untergetaucht, verschollen. Als er zurückkam, war er voll das Krypto-Genie. Wie so ein Krypto-Messias, hatte gesagt, Jungs, geht's in Bitcoin. Habe ich dann auch gemacht und ja, seitdem, dank ihm, dank Krypto kann ich davon leben. Genieße mein Leben, reise viel. Habe mittlerweile auch aufgehört, Pokémon Go zu machen, aber auch da kommt heute ein Video auf dem alten Kanal. Also da gibt es auch ein kleines Comeback, weil irgendwie ist 2023 das Jahr des Comebacks. Letztes Jahr viel gereist, viel erlebt, das geilste Jahr meines Lebens, dank Krypto. Alter, ich habe gerade den alten Kanal offen. Seit ungefähr 4-5 Jahren kam da nichts mehr, außer so random Zeugs ab und zu mal, hey, wir leben noch, TBT, 5 Sekunden Clip. An alle, die es noch interessiert. Und es hat noch Leute interessiert, 4000 Klicks, Digga, what the fuck. Kuss geht raus an alle. Tati hatte mal einen Foodtruck eine Zeit lang, ist immer noch als Koch unterwegs, hat krass abgenommen, macht jetzt, ich glaube, Kickboxen. Und es war auch mal die Rede von irgendwelchen Amateurkämpfen, aber noch haben wir keine Einladung zu einem Kampf bekommen. Davon würde natürlich ein Vlog kommen. Vlog-Channel unten in der Videobeschreibung, falls euch unser Leben interessiert. Mit Dimi, dem habe ich eigentlich nicht mehr so wirklich Kontakt. Also wir haben keinen Streit oder so. Ich fühle den Jungen einfach nur nicht. Alex, der ist verschollen. Also ich denke nicht, dass er wie Barisch verschwindet und dann irgendwie mit einer krassen, kranken Idee zurückkommt. Der ist einfach so verschollen. Kann man nichts machen. Mit Chong bin ich noch gut. Der hat jetzt nächste Woche Geburtstag. Schau mal bei seinem Geburtstag vorbei. Wie gesagt, Vlog, falls euch das interessiert. Und der veranstaltet jetzt Turniere. Steve gibt's ab und zu mal. Mit Barisch bin ich sehr gut. Wir sehen uns fast jede Woche. Wir schauen regelmäßig UFC-Kämpfe und so. Und natürlich sind wir zusammen fett in Krypto. Haben letztes Jahr auch zusammen eine Deutschland-Tour gemacht, genau vor einem Jahr. Einfach einen Tesla gemietet für einen Monat und einfach durch jede deutsche Hauptstadt Döner getestet und sowas. Richtig geile Zeiten. Gibt's noch sonst irgendjemand? Nico. Nico ist jetzt Reisevlogger. Der macht regelmäßig sehr guten Content. Schaut auch da gerne vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Der ist jetzt Nico Away. Genau. Das ist so das Update bei uns. Chom haut Turniere los. Es wird Vlogs geben. Deckpuff falls von seinen Turnieren. Livestreams, falls das alles funktioniert. Idee ist da. Umsetzung weiß ich noch nicht. Wir haben da noch nichts organisiert. Aber Idee ist auf jeden Fall da. Vielleicht mache ich auch so Fun-Videos, so Ex-Yu-Gi-Oh!-Spieler reagieren auf das neueste Meta, das aktuelle Meta, kranke Karten und wir reagieren drauf von unserem Wissensstand von 4, 5, 6 Jahren her. Also, bisschen was wird kommen, falls es noch irgendjemand interessiert. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten, wie gesagt, alle anderen Kanäle abcheckt. Und ja, wir sind teilweise zurück. Kuss geht raus, Leute.